Ja, eigentlich ist das Video schon vorbei, aber wie gesagt, wir haben ein paar coole Aufnahmen für euch in den Kasten gekriegt. Und ja, abonniert uns, weil ihr wollt ja auf jeden Fall immer am Laufenden bleiben. Also wie gesagt, für die Zukunft abonnieren und weiter ranbleiben. Mach mal Baggersee, mach mal Zanderangeln mit Pose. Da präsentiere ich meine Köder. Da kommen auch die Räuber hin zum Rauben. Ich steche ganz dicht unter der Haut ein. War der Fisch schon mal einmal im Maul, der Köderfisch, da wird er noch mal ein zweites Mal gefressen. Da ist sogar was dran. Natürlich riecht er dann wieder ein bisschen, ne? Ist der Matschbiss oder wie auch immer. Ja, hängt was. Guck mal, die wird auch gleich reingezogen. So Leute, jetzt haben wir dritte auch. Die Route lag noch keine 5 Minuten. Oh, Biss, Junge. Oh, der will aber wissen, Junge. Der rennt so von der Rolle. Ja, hängt. Ja, Junge. Ja, liebe Freunde vom Balzer-Kanal, da sind wir wieder unterwegs. Es kam ganz oft der Wunsch, wir haben ja letztes Mal gefragt im Film, was ihr euch so wünscht, was wir mal machen sollen. Und ja, machen wir jetzt auch. Und zwar, ich glaube, so 80% sagten, mach mal Baggersee, mach mal Zanderangeln mit Pose. Und ja, sind wir heute am Start, probieren wir aus. Ups, guck mal, Eisvögel, ganz viele. Oh, die sind auch schon da. Habt ihr die gesehen? Die kamen gerade vorbeigeschossen. Naja, auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir schon den ersten großen Klöpper wieder dazwischen. Ich muss mir einen Walkerblei loten, weil ich habe meine Lotbleie versaubeutelt. Auch das passiert. Naja, auf jeden Fall fangen wir vorsichtig an mit Loten. Wichtig hier bei Baggerseen ist, die Leute haben immer so drauf, ja, Baggersee unter rein, das Blei fliegt irgendwo mitten rein, 10, 12, 13 Meter. Fängst du keine Fische, ganz sicher nicht. So, achtet drauf, wenn ihr am Baggersee unterwegs seid. Die meisten Seen sind Tiefen 12, 13, 14, 15 Meter und tiefer. Aber die Baggerseen haben eine Sprungschicht. Die liegt zwischen 6 und 10 Meter. Und warum soll ein Zander, ein Hecht oder irgendwas unter die Sprungschicht gehen? Da ist arschkalt, ne? Ganz unten sagen wir eine Dead-Zone teilweise. Und die Sprungschicht, da ist die kühlere Schicht, das heißt 13, 14, 15 Grad und oben steht das warme Wasser. So, und ich achte mal drauf, dass ich an den Kanten bleibe, so bei 4, 5 Meter. Ne? Das ist dann mal deutlich über der Sprungschicht. Und da präsentiere ich meine Köder, weil da ist die Brut, da sind die kleinen Fische, da ist Wasser warm, da ist noch genug Sauerstoff. Ne? Und da kommen auch die Räuber hin zum Rauben. Und im Baggersee ist es so wirklich, wenn ihr mal schaut, die Posen liegen hier 10 Meter raus. Braucht gar nicht weit raus. Ne? Die ganzen kleinen Fische sind hier vorne im Kraut. Ja, und die Zander ziehen da vorher und suchen halt ihre Beute. Und da wollen wir unsere Köder präsentieren. Ja, beim Loten achte ich drauf. Ja, das kann auch, schafft auch nicht jeder. Ich lote einfach nur mit den Wirbel und lote die Pose so aus, dass die Antenne gerade eben rausguckt. Jetzt habe ich nachher noch ein 60-70 cm Vorfach. Das heißt, das Blei und der Wirbel hängt im Freiwasser und das Vorfach liegt auf. Darum, ich habe fast kein Gewicht in der Schnur. Ne? Der Zander kann den Köder aufnehmen. Ich habe eine ganz feine Bisserkennung. Ne? Der kann frei abziehen. Sag mal, ich habe ein bisschen das Gewicht rausgenommen. Der spürt nichts. Ja, ich fange mal an. Ich habe mal gesucht hier. Ich habe schon ein bisschen voreingestellt. Klar, der Bauer kennt seinen Stall. Gerade gesehen, die Pose liegt. Das heißt, ich bin noch viel zu tief. Ich möchte, dass sie gerade eben am Boden steht. Na, jetzt sieht es auch schon besser aus. Jetzt steht es auf jeden Fall schon mal. Steht schräg. Ich noch einmal ein bisschen ja, nachjustieren. Dann kann das Vorfach rein. Sieht schon mal gut aus alles. So, das müsste passen. Ja, jetzt kommt der Köderfisch ran. Seht ihr, man kann auch dämlich sein und alles vergessen, aber man kann sich auch behelfen. Ne? Oh, Fischnäpfchen schon liegen. Hier mal eben schnell eine Ködernadel. Ich steche ganz dicht unter der Haut ein, führe die Ködernadel unter der Haut durch. Bis am Schwanz. Vorfach einklinken, reinziehen. Tschwupp. Jetzt mache ich das mal ganz anders. Normal bin ich immer Freund von Nasen- oder Rückenköderung. Und ich weiß, dass die Zander ziemlich zickig sind. Hier. Und ich packe den Köder immer vom Kopf. Jetzt lasse ich schön den Haken rausstehen. Das heißt, ich kann sehr schnell anschlagen. Vermeide auch bei kleineren Fischen, dass ich die wieder sauber abhaken kann, zurücksetzen. Ne? Und ich warte eh nicht lange beim Zanderangeln. Ich meine, ich angle viel mit Kickback und Dropshot. Und ein Köderfisch in der Größe. Ich habe Biss und ich schlage an und der Zander sitzt im Maulwinkel. So, also warum
soll ich mir eine Pose stundenlang warten, was die Leute erzählen, musst du Zigarette rauchen und. Ja, das ist eine nette Ausrede, dass du jeden Fisch mitnimmst, auch ein Mindestmaßfisch oder sowas, ne, den man eigentlich nicht mitnehmen würde. Aber so hast du die Chance, halt kleine Fische rauszusortieren, um mal schön Portionszander da mitzunehmen. Die haben nicht bis zum Arsch geschluckt, also nicht lange warten. Schwimmer geht weg, ich zähle 1, 2, 3, mach die Rolle zu, lass reinlaufen, schlag an, die sitzen mal alle schön vorne an. Und wenn der da nicht sitzt, dann war er eh zu klein. Also auf die Aussage könnt ihr euch verlassen. Ne, Zander sind schneller beim Schlucken, als man glaubt. Ja, ihr seht schon, zwei Ruten liegen schon drin. Und jetzt habe ich die dritte eben reingepackt. Das Schöne ist, hier geht die Kante so langsam runter. Ja, also das heißt, wenn ich merke, wir haben jetzt Rückenwind, die Posen treiben eh raus, kann ich die Rute wieder mal ein bisschen ranziehen, bis sie sich schön an die Kante legt. Da kann man das schön damit beobachten. Ich glaube sogar, jetzt habe ich sogar zu kurz geworfen. Ne, passt. Siehst du wohl. Ja, habe ich genau eine Kante liegen und wie gesagt, alle Routen liegen ziemlich dicht vor den Füßen. Ne, wenn dunkel wird, hole ich sogar eine noch näher ran, teilweise sogar in 2,5–3 Meter Wasser. Ne? Also ich glaube gar nicht, wie dicht Zander nachts gerade an Seen unter das Ufer kommen, um kleine Fische zu jagen. Also die meisten sagen immer tagsüber, klar, da sind die gerne tiefer, dunklere Stellen. Darum auch mal kleiner Tipp, wenn ihr tagsüber auf Zander angeln wollt, in der prallen Sonne, sucht euch schattige Uferkanten. Irgendwo, wo lange Schatten draufsteht, da ist ein bisschen dunkler. Das reicht oftmals aus, dass sich die Fische da einstellen, die Räuber. Also nicht in der prallen Sonne angeln, sucht schattige Plätze. Ist auch mal ganz gut. Das haben wir hier auch gerade. Es ist heute ausnahmsweise mal die Sonne rausgekommen. Wir waren jetzt eine Woche im Dauerregen. Und wenn die Sonne rauskommt, hier ist Schatten. Deshalb sind wir auch hier hingegangen. Ein bisschen früher hier, weil vielleicht mal die ersten Stunden mitnehmen, schon mal einen Zander fangen. Aber fest rechnen tue ich erst so mit um 9 Uhr, 10 Uhr, wenn es dunkel wird. Aber vielleicht fangen wir noch einen Barsch oder einen Hecht oder so, ist ja auch nicht verkehrt. Ja? Aber wie gesagt, achte mal drauf, schattige Seiten sind da, wo die Fische sich einstellen, gerade in klaren Gewässern. Ja, ja, wie gesagt, da haben sie ein bisschen mehr Deckung und da wird es dann hoffentlich auch funktionieren bei euch oder bei uns. Ja, hier auch, hier ist eine Stelle, hier war, ihr kennt ihr vielleicht, hier haben wir auch schon mal schöne Hechte gefangen, alles mit dran. Jetzt waren wieder Karpfangler hier, Fiederangler. Hier kommt immer viel Futter rein, hier ist viel Futterfisch. Ne? Und ja, da schauen die Herren Stachelritter gerne mal vorbei. Und jetzt hoffe ich mal, dass sie hier unsere Köderfischchen auch zusammensammeln. Ich bin ja nicht immer optimistisch, aber es war lange kalt. Mal abwarten, die Kleinfische sind nicht ganz so an der Kante wie sonst. Aber man kann nicht wissen. Also Angeln ist ja immer für eine Überraschung gut. Und das heißt ja auch Fischen und nicht Fische fangen. Also fischen wir mal, dass wir einen fangen. Bis später, wenn die Route krumm geht. Ja, so Leute, gar nicht zu glauben, da geht schon der erste Biss hin. Verrückt. Ja, hängt was. Natürlich voll durch Kraut, obwohl ich die Schnur gefettet habe vorher. Nicht zu glauben. Ich verfolgen hier die Barsche. Gerade reingeschmissen. Ich glaube, die Route lag noch keine 5 Minuten. Guck mal, die wird auch gleich reingezogen. So Leute, jetzt haben wir dritte auch. Super. An jeder Route ein Barsch. Wahrscheinlich. So, hier ist gerade ein Schwamm Barsch unterwegs und ich habe gerade wirklich Stress. Ah nee, doch nicht. Die andere ist da reingezogen. Top. So Leute, ein Barsch-Double. Ich werde bekloppt hier. Ja, okay, den wir nennen. Ja, okay. Muss ich gerade sagen. Mal kurzer Cut. Ja, das war jetzt crazy. Ihr wisst ja, Barsche sind Schwarmfische, ne? Ich war nur eben um die Ecke, mal eben was loswerden, mein ganzer Kaffee. Da schreit der Leon, da geht schon die Rutspitze ins Wasser. Also, was? Gerade reingeschmissen. Ja, Doppeldrill Barsch, 2 Stück. Leon musste eben helfen, deshalb muss er die Kamera wegschmeißen, damit wir nicht im totalen Chaos enden. Aber 2 richtige Maschinchen, ne? Meine Stacheln haben sie, aber nicht die, die ich haben wollte. Jetzt schau dich das mal an. Das ist ja mal safe geil, oder? Mega. Naja. Erste Mission erfüllt, Stacheln sind dran, zweite Mission fehlt. Da muss ein Zander dranhängen und kein Barsch. Ah ja, machen wir mal weiter. Ihr seid dabei. Fängt auf jeden Fall schon wieder gut an. Entschneidert, Doppelschlag nach 10 Minuten. Super. Geil, freue ich mich drüber. Top, bis gleich. Ich muss die Ruten wieder reinschmeißen. Hier schwimmen bestimmt noch ein paar rum. Ach ja,
So, gerade Doppeldrill-Barsche gehabt, habt ihr noch gesehen. Ja, jetzt kommt langsam die Abendzeit, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Gerade schon Kaffee geklaut hier bei unseren Nachbarn, beim Kerstin und beim Lars. Die sind hier am Karpfenangeln, zwei eisenharte Fischer. Und ich bin mal froh, wenn die hier sind, gibt mir frischen Kaffee am Wasser, das genieße ich immer. Also danke, ihr beiden, ne? Wenn ihr das seht. Ja, zum Wasser. Ihr habt schon gesehen, wir sind hier in so einer großen Kiesgrube. Ist 45 Hektar haben wir hier. So, am Niederrhein haben wir da jede Menge von, ne? Also gibt es ordentlich viele. Und wie gesagt, viele von den Seen haben auch richtige Überraschungen drin. So, natürlich, Kiesgruben sind unheimlich schwer zu fischen, weil wir klares Wasser haben. Ne? Die Zander haben es natürlich schwieriger zum Rauben. Du hast auch normalerweise nicht so viel Zander drin, weil die lieben ja mehr trüberes Wasser, alles um und dran. Aber der Grundgedanke bei diesen Baggerseen hier ist immer, die müssen besetzt werden von den Baggereien aus. Und dann kommt irgendwann ein Berufsfischer, der zieht irgendwo ein Netz und kippt einfach rein, was da drin ist. Und so sind immer unsere Baggerseen hier am Niederrhein richtige Überraschungspakete. Du weißt nie, was da kommt. Ja, und, aber hier wissen wir, dass da ein guter Zanderbestand drauf ist, oder ein sehr guter Zanderbestand. Und naja, ihr habt schon gesehen hier, wir sind hart unterwegs. Hier gibt es auch Grundeln. Ne? Ich hätte mir vielleicht noch ein paar Grundeln stippen sollen, weil sehen, wo die Grundeln vorkommen, ist das auf jeden Fall der Köderfisch Nummer 1, definitiv. Auch in diesen ruhigen Hafengebieten, wo ich schon mal fisch, ist Grundeln eigentlich immer so, ja, der Köder, den ich bevorzuge. Jetzt haben wir halt kleine Rotaugen drauf, geht auch gut. Und ja, ich habe mal vorhin einen, da haben wir schon Barsch drauf gefangen, habe ich wieder dran gemacht. Da gibt es noch die alte Formel, ne? War der Fisch schon mal einmal im Maul, der Köderfisch, da wird er noch mal ein zweites Mal gefressen. Und da ist sogar was dran. Natürlich riecht er dann, wenn er ein bisschen, ne, zermatscht ist oder wie auch immer. Schuppen sind runter, duftet natürlich ganz anders wie normales Köderfischchen. Aber davon ab auch, ich nehme ganz gerne frische Köderfische. So, die Leute sagen mir, Köderfisch einmal dabei. Na klar, ich nehme frische Fische mit zum Wasser. Die fangen immer besser wie gefrorene. Gefrorene gehen auch, ist aber zweite Wahl. Ja, erste Wahl ist immer frischer Fisch. So, ein bisschen anritzen, auch kleiner Tipp, bringt immer was. Ja, ja, zu fischen, wie gesagt, ich habe ganz normale Hartmono drauf, weil ich hier auch schon ein bisschen Angst habe mit größeren Hechte. Gehe ich gerne mal 40, 45, aber wenn ihr nicht viel Hechte zu erwarten habt, könnt ihr ruhig bei 30 bleiben. Und ich kenne auch welche, die mit 25er angeln. Ich meine, beim Dropshot-Angeln alles und dann macht das ja auch. Also ein bisschen feiner fischen ist vielleicht besser, außer wenn ihr Hechte zu erwarten habt, nehmt ruhig ein bisschen härtere Hartmono oder ein bisschen größere Hartmono. Ist auf jeden Fall ratsam. Ja, Hakengröße von 1er bis 1,0er, je nachdem, wie groß ihr die Köderfische habt. Ja, ihr habt es vorhin gesehen, ich ziehe die schön im Nacken auf. Sonst bin ich eigentlich auch ein Freund, nur in der Nase einzuhaken. Ne? Im Fließwasser, im Stillwasser hake ich es hinten im Schwanz. So, und heute, weil die Fische ein bisschen vorsichtiger sind, ist abgekühlt, habe ich sie mal aufgezogen. Obwohl die Barsche vorhin, die haben sich so dermaßen reingedonnert, die waren ja vollkommen irre. Also Maul auf, Maul zu, Köderfisch weg. Und das waren eigentlich relativ große Rotaugen. Da würde ich jetzt mal persönlich nicht direkt mit gezielt auf Barsch angeln. Aber ihr seht, sie fressen es. Naja, jetzt hoffe ich mal, dass uns die Barsche mal ein bisschen Ruhe lassen, weil sonst bin ich in einer Stunde hier durch mit Köderfischen, können wir nach Hause fahren. Ne? Und wenn ganz schlimm wird, jetzt werde ich mich wahrscheinlich auslachen, nehme ich sogar bis zur Dämmerung zwei Angeln raus, damit ich noch Köderfische habe, um einen Zander zu fangen. Ein Luxusproblem, haben wir auch nicht jeden Tag. Naja, wie gesagt, Zielfische Zander, Stacheln hatten unsere Zielfische schon, nur halt das Z fehlt vorne, war nur ein B, also B-Ware. Naja, Judy, jetzt gucken wir mal, was noch passiert. Ich glaube, zwei Stunden noch, da wird es dunkel. Und da fieber ich drauf zu, gleich mal die kleinen Knicklichter oben drauf machen. Und sag mal, wenn wir soweit sind, dann melden wir uns immer wieder. Und ja, erkläre nochmal, wie ich dann weitergehe in meiner Taktik. Aber wie gesagt, wenn es dunkel wird, ändere ich ein bisschen die Taktik, gehe näher zum Ufer und so. Aber dann zeigen wir euch dann nochmal. Also, bis gleich. Und nochmal danke, Kerstin, Lars, für den leckeren Kaffee. Ja, ich hatte vorhin schon mal angesprochen, ne, wegen Schatten und Sonne. So, jetzt kann man richtig schön sehen. Ne? Wir haben jetzt ja, Frühabend und auf der anderen Seite ist volle Pulle die Sonne noch drauf. Also relativ hell, dann im klaren Wasser. Natürlich nicht so prickelnd für Räuber, gerade so Augenräuber. Ne? Also gut, Hecht mag es vielleicht, aber nicht so Fische, die Dunkelheit oder trübes Wasser mögen, so wie Zander oder Barsche. Und jetzt kann man vielleicht komplett den Kontrast sehen. Hier ist schon Schatten und auf der anderen Seite ist noch total hell. Ja, und wie gesagt, wenn ihr darauf achtet, wenn ihr früh abends anfangt, um die Fangzeit zu erhöhen, also nicht nur von der Dämmerung oder von der Nacht abhängig seid, suche ich dann schon mal gerne so eine schattigen Plätzchen hier aus. Ne? Und wenn man sieht, hier vorne ist Kraut, dann kommt der Übergang zum tieferen Wasser. Ne? Hier ist schon ein bisschen dunkler. Und ja, das sind halt die Stellen, wo die Zander auch schon mal früher anfangen loszuziehen und zu fressen. Also die patrouillieren hier die Kante rauf und runter zwischen Kraut und tiefem Wasser. Wie gesagt, schön über die Sprungschicht, zwischen 6 und 10 Meter.
Ja, und angeln wir jetzt auch, ne? Wir liegen jetzt so bei, ja, an der Rutenlänge 5 Meter, 6 Meter tief. Ja, und hoffen, dass es langsam mal losgeht hier, weil dann noch viel Barsche. Ja, zischt irgendwas schon rum da, aber die Hechte, kleine Hechte sind schon am Rauben. Ja, die wollen wir auch nicht haben. Naja, aber wie gesagt, die Kamera kann gleich mal rüberschwenken, da könnt ihr schön sehen hier. Hier ist eine dunkle Schattenecke und da hinten, bups, hier knallt die Sonne drauf, da kriegst du noch einen Sonnenbrand. Und das ist immer Spätsommer, ist natürlich schön anzugucken, aber jetzt wird es hier natürlich auch schnell kalt. Zum Sitzen wäre der wahrscheinlich schöner, aber zu fangen ist hier besser, definitiv. Ja, Sonnenbrand kriegen wir hier nicht, aber Fische, hoffe ich. Nein, wir fangen noch welche, ganz sicher. Kaffee vergessen, ganz wichtig. Ja, gestern habt ihr nichts mehr von uns gehört, ne? Habt euch wahrscheinlich schon gewundert. Nach den Doppeldrehen mit dem Barschen haben wir zwar noch einen Biss, aber dann war nichts mehr. Ja, jetzt nochmal windbedingt und wetterbedingt haben wir jetzt einen kleinen Spotwechsel gemacht, sind an eine andere Stelle gegangen, bisschen windgeschützter, im Moment stürmt es ziemlich, aber es regnet mal nicht, das ist ja schon mal Watte. Im Sommer, wo kein Regen ist, gibt es denn sowas? Naja, auf jeden Fall haben wir schon Zeug alles runtergebaut und ja, probieren jetzt hier mal unser Glück und hoffen einfach, da sind mal Shepherd, ne? Ich meine, die Barsche gestern waren echt klasse, gar keine Frage, aber kennt ihr das? Wenn ich keine Kamera dabei habe, fange ich jetzt Zander ohne hin, habe ich eine Kamera dabei, sind die weg, weg, einfach weg, weg. Keine Ahnung, Kamerascheu, die Missviecher. Naja, egal, jetzt greifen wir wieder an und ich gebe jetzt nicht auf, bis ich einen Zander habe, das ist mir scheißegal. Und wenn der Kameramann bei mir schlafen muss und hier wohnen muss, auch egal. So, wir geben jetzt Gas, drücken uns mal den Daumen, dass es funktioniert. Ich bin da echt ehrgeizig hier. Kaffee habe ich, Ruten habe ich. Naja, mal gucken, jetzt müssen wir Köderfische einsammeln. Und dann starten wir. Bis gleich. So. Ein paar Verpflückte von gestern. Wieder schön so die Haut aufziehen. Tschuk, 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 tschuk. Einmal lang drauf. Zang. Jetzt am besten Ködernadeln nicht verlieren. Aber ich habe da einen alten Trick, wie ihr Ködernadeln oder wenn ihr Ködernadeln verloren habt, wie ihr die wiederfindet. Schuhe aus, Socken aus, laufen ein paar Mal barfuß über die Angelstelle. Hundertprozentig, ihr findet die wieder. Bei mir auf jeden Fall immer so. Jetzt reiße ich mir mal mein Bier auf. Nein, Quatsch. Mein Cappuccino. Vorbereitung auf einen langen Abend wieder. Ja, Ruten liegen. Ich mache immer nur zwei Ruten, weil mit dem Wind hin und her ist mir sonst so viel Arbeit mit drei. Wo wir auch mit drei dürfen. Ja, die Stelle hier, seht schon, da hinten liegt ein umgestürzter Baum. Ne? Hier geht eine Sandbank ziemlich weit raus. Hier sind ganz oft welche auch am Stippen und am Fiedern. Aber das heißt, hier kommt noch mal Futter rein, hier ist Kleinfisch. Und ja, habe ich auch schon mal erklärt, das sind so magische Stellen, wo Räuber auch immer guten Tag sagen. Hier ist auch schön, die sind jetzt auch genau wie gestern. Hier ist ein bisschen schattig, ne? Obwohl es noch relativ früh ist. Wir haben 17 Uhr, 18 Uhr. Na, hier ist schon ein bisschen schattig, da werden die Räuber natürlich schneller aktiv im, ja, im dunklen Anführungsstrichen, also im Schatten, wo, nicht so, wo die Sonne nicht so drauf steht. Da entsteht die Sonne voll drauf, da will ich jetzt gar nicht hingehen. Gut, wenn es dann dunkel ist, dann ist es eh wurscht. Und später abends hole ich auch wieder näher vor die Füße. Ne, klares Wasser. Ja, probieren wir mal, ob die Jungs dann hier direkt vor die Nase beißen. Ne? Aber wie gesagt, wenn irgendwas passiert, ihr seid dabei. Nach gestern bin ich ein bisschen demoralisiert. Ich sage ja, klasse Barsche, das war dann auch. Aber ich muss heute einen Zander fangen, egal wie. Also Daumen drücken. Und wenn was passiert, ihr seid dabei. Ich sage euch Bescheid. Alles klar, später. Oh, Biss, Junge. Oh, der will aber wissen, Junge. Der rennt so von der Rolle. Ja, hängt. Ah, voll im Kraut, die Sau. Aber von der Kopfstöße her könnte jetzt mal erfolgreich sein. Ja, Junge, Zielfisch. Ah. Oh, Baby. Hängt schön vorne im Maulwinkel. Yes, Strike! Komm hin!
den Baggerloch zusammen. Dann guck dir das klare Wasser an. Ja, Leute, ich habe jetzt, ich glaube, keine 10 Sekunden gewartet. Der Haken ist schön im Maulwinkel. Perfekt. Perfekto. Mega geil. Ah. Ja, Leute. Zielfisch. Schön 55, 60er. Der klassische Portionsstandard. Ne? Ah, nachdem wir gestern nur die Barsche hatten, haben wir den Spotwechsel gemacht. Das hat sich gelohnt. Ne? Aber wir mussten hinten aus dem Wind flüchten. Ja, aber vor der Füße, Uferzander. Bin zufrieden. Hab Spaß. Top. So, weiter geht's. Ja, meine Lieben, da sind wir schon wieder am Ende vom Video. Wie ihr seht, hinter mir dröppelt schon wieder. Ganz selten diesen Sommer. Ich habe diesen Sommer kaum Regen gesehen. Eigentlich müssen wir uns darüber freuen. Ihr hört den Sarkasmus in meinem Unterton, in meiner Stimme. Aber naja, halt so, ne? Sommer 2023 ist vom Regen geprägt. Und ja, jetzt ist auch für uns auch ein Grund zu sagen, so, wir machen jetzt Feierabend. Zielfisch haben wir gefangen. Heute kam noch ein schöner Barsch dabei, ne? Neben den Zander. Und ich denke mal, alles, was wir euch sagen wollten, haben wir euch rübergebracht. Ganz wichtig, haut nochmal auf die Abo-Klingel, ne? Dass er in der Zukunft auch dabei bleibt. Ja, wir rödeln jetzt unser Zeug mal zusammen, bevor wir wieder pitchnass bis auf die Unterhose sind. Also mittlerweile ist ein Videodreh, dass du drei Garnituren mitnehmen willst. Das ist schlimmer, als wenn ich in Urlaub fahre mit meiner Frau. Aber ne, liegt halt am Wetter. Ja, wie gesagt, hat eigentlich geklappt. Ich freue mich tierisch über den Zander. Also, das richtig, habt ihr auch gesehen. Ne? Also, das war für mich so, ja, hat geklappt. Ne, der Bann ist gebrochen, jetzt geht es wieder los. Und ja, in Zukunft hoffe ich mal, dass ihr dabei bleibt in den nächsten Filmen. Und bis dahin sage ich mal, schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Film. Haut rein. Ciao, ciao.